Extrem. Also ich glaube, das ist genau, was wir jetzt braucht. Ein Sieg, ein bisschen Selbstvertrauen zu bekommen und einfach bessere Laune im nächsten Spiel reingehen. Ja. Nicht gut, muss man sagen. Das ist schwer. Du lebst von das, einfach Handball zu spielen und dann fährst du es mir ins Spiel. Verliert, schlechte Laune in zwei Tage, nächsten Spiel und es geht einfach so. Dann hast du wirklich keine Lust mehr. Aber das ist echt geil, dass wir heute entschieden hast, wir gehen hier raus. Wir hatten einfach nichts zu verloren mehr. Wir sind die letzten Wochen ganz schlecht und ja, wir müssen einfach zeigen, dass wir Handball spielen können. Das ist eigentlich nicht so schwer. Hey, wir sind jetzt also auf jeden Fall diese Woche eben eine schwierige Periode. Wir waren Sonntag in BRC in Solingen und direkt zu Hause mit Bus und dann heute wieder Spiel und jetzt Donnerstag wieder Spiel. Ja, das ist anstrengend, aber ich finde das geil, das ist viel besser zu spielen als trainieren. Nee, wir gucken auf jeden Fall morgen ein bisschen Video und schauen, wie HSV das gemacht hat, die letzten Spiele und ein bisschen Taktik. Und das ist auch klar, wir brauchen einen Sieg, das reicht auch nicht nur heute zu gewinnen. Wir brauchen im Liga eine bessere Leistung und Punkte auf jeden Fall. Ja, der Sieg tut uns auf jeden Fall sehr gut heute. Es ist ein tolles Gefühl, endlich mal wieder zu gewinnen und die WS Arena stehen zu sehen. Aber ich glaube, wir dürfen uns auch nicht zu viel auf dem deutlichen Sieg heute einbilden. Wir müssen in zwei Tagen gegen Hamburg schon wieder alles geben, um da vielleicht den nächsten Sieg einzufahren, weil gerade in der Bundesliga wird er auch richtig, richtig wichtig für uns. Ich glaube, das Zusammenspiel von Abwehr und unserem Tempospiel, vor allem in der ersten Halbzeit, da haben wir wirklich viele Ballgewinne hinten gehabt, viele Würfe erzwungen, die schwer für den Gegner waren und sind dann super ins Tempospiel gekommen und haben dann auch unsere Chancen reingemacht, hatten eine sehr gute Chancenverwertung und das war der Schlüssel dazu. Ja, wir werden uns jetzt einfach, wir werden schauen, dass wir uns schnell regenerieren nach dem Spiel. Es war doch viel Tempo dabei und viel für die Beine, deswegen schnell duschen, was essen, nach Hause, viel schlafen. Dann werden wir uns morgen zum Video und zum Training treffen und das wird dann hauptsächlich taktisch sein. Und dann gilt es am Donnerstag schon wieder mit breiter Brust in die Halle zu kommen und einfach Gas zu geben und zwei Punkte für uns vor allem zu holen und nicht für die Tabelle. Ja, ich glaube, das hat die Vergangenheit gezeigt, dass wir mit unseren Fans noch viel stärker sein können, als wir eigentlich sind. Und deswegen freue ich mich darauf, vor heimischer Kulisse zu spielen. Und wir müssen einfach versuchen, von Anfang an das Publikum mitzunehmen und dann mit einer tollen Atmosphäre und viel Emotion das Spiel zu gestalten.